Ja, es gibt tatsächlich eine ganze Menge Algorithmen, denen man auf jeden Fall nachsagt, dass sie uns vielleicht manipulieren. Ganz oben natürlich die Suchmaschinen, die sozialen Netzwerke. Warum könnten die uns manipulieren? Na, es gibt da diese Theorie der Filterblase, dass wir sowieso nur noch von dem lesen, was uns eh schon interessiert und wir dann in so einer Meinungssuppe köcheln, die immer wieder dieselben Argumente hochspielt. Und dass wir uns auch vielleicht nur mit Menschen umgeben, deren Meinung uns eh schon passt und wir dadurch in uns noch verfestigen in einer Meinung, die dann vielleicht auch extremer ist, als wenn wir draußen im Kontakt mit anderen Leuten wären. So, auf der anderen Seite haben sich alle Anschuldigungen, die zum Beispiel während der amerikanischen Präsidentschaftswahlen gemacht wurden, dass da manipuliert worden sei von Seiten von Firmen, die halten dem Faktencheck einfach nicht stand. Interessanterweise können aber diese Algorithmen uns nicht nur manipulieren, wenn die Firmen selber etwas damit machen, was ich für unwahrscheinlich halte, sondern man kann sie eben von außen manipulieren, zum Beispiel durch Suchmaschinenoptimierung, und das tun die Parteien natürlich auf jeden Fall. Es gibt Algorithmen, von denen man sagt, dass sie uns sehr gut kennenlernen können, dass sie unsere Persönlichkeit kennenlernen können. Und dann gibt es Algorithmen, die für jede Persönlichkeitsstruktur Werbebotschaften entwickeln und die dann ganz gezielt versenden. Das nennt man Microtargeting. Und dann gab es noch zuletzt die interessante Idee, dass es vielleicht auch einfach ein Markt sei, dass man Werbeeinnahmen generieren könnte, indem man Fake News macht, weil es eben auf der einen Seite die Algorithmen gibt, die das hochspülen, was gerade im Trend ist, und auf der anderen Seite die Algorithmen, die Werbung verteilen und dadurch es ermöglichen, dass hochbrisantes, emotionales Material bezahlt wird. Sie sehen also, es gibt ganz schön viele Algorithmen, die uns vielleicht in unserer Meinung beeinflussen könnten. Und mein Tipp ist, Tageszeitung lesen, Fernsehnachrichten gucken, Radio hören und dann auch noch auf sozialen Netzwerken sein. Dann haben Sie einen bunten Mix und können sich am besten Ihre Meinung bilden.